Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal wieder ein Favoritenvideo von mir und das gab es ja auf meinem Kanal jetzt schon wirklich lange nicht mehr. Und ja, ich habe ein paar Produkte rausgesucht, die mir momentan sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, wir starten jetzt gleich ins Video. Ja, fangen wir mal mit diesem schönen Stückchen hier an. Und zwar ist es die Huda Beauty New Nude Palette, so. Und ja, das ist halt einfach eine wirklich richtig, richtig schöne Palette. Die gefällt mir mega gut. Und ja, nicht wundern, wenn ich ab und zu hier nach unten gucke, weil ich habe hier auf dem Handy mein Display von der Kamera liegen. Und ich schaue nur gerade, ob ihr das sehen könnt. Ja, auf jeden Fall ist es diese Palette hier und ich finde sie wirklich richtig, richtig schön. Mega. Ich habe auch heute wieder meinen Augenlook damit geschminkt. Also ja, ich verwende die einfach super, super gerne. Sie macht einfach ein schönes Bild. Es lässt sich gut mit der einfach arbeiten. Man bekommt die Farben leicht verblendet. Es bröselt nichts runter. Außer die Glitzer-Lidschatten, die bröseln schon leicht runter. Aber so die normalen Lidschatten, die matten, die sind super. Die sind einfach mega gut pigmentiert. Die lassen sich schön auftragen, schön verblenden. Und bröseln halt nicht, was ich super finde. Als nächstes habe ich hier einen etwas neueren Favoriten. Und das ist hier von L'Oreal, der Melon Dollar Baby Blush. Den gibt es eventuell auch noch in diesem Aufsteller bei DM. Und das ist dieser Blush hier. Also wirklich sehr, sehr schöner Blush. Der riecht so richtig schön lecker nach Melone. Und ich swatche euch den jetzt hier auch mal. Also einfach eine richtig, richtig schöne Farbe. So, hier könnt ihr auch nochmal den Swatch sehen. Also ich finde den mega schön. Und ja, der Print ist halt auch einfach mega, mega schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, bin ich froh, in meiner Sammlung zu haben. Auch den trage ich heute. Und ja, ich liebe ihn einfach. Ja, dann habe ich hier etwas, das habe ich noch nicht ganz so lange in meiner Sammlung, aber verwende ich auch jetzt schon täglich. Und zwar ist es hier der Rose Fairy Oil Primer von 183 Days bei Trend It Up. Das ist dieser hier. Und ja, jetzt seht ihr momentan, ist hier das Öl und hier unten ist praktisch der Glow. Und den muss man wirklich gut schütteln. So sieht das Ganze dann geschüttelt aus und ja, verteilt sich dann praktisch gut. Und er hat keine groben Glitzerpartikel, das heißt, er gibt es auf das Gesicht aus und er sorgt einfach dafür, unter der Foundation nochmal so einen schönen ja, Feuchtigkeitskick zu geben. Gerade für trockene Haut ist es halt super, so ein Ölprimer. Und er bringt auch nochmal so einen gewissen Glow durch diese Glitzerpartikel drinne, die aber nicht so extrem auffallen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann groben Glitzer auf dem Gesicht habt, sondern einfach wirklich ein schönes Ergebnis. Also mir gefällt das richtig gut und ja, bin ich froh, dass es bei mir eingezogen ist und es wird auch definitiv noch Backups davon sichern, weil der ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, als nächstes haben wir diese Maske hier und zwar ist es die Turmeric und Cranberry Seed Energizing Radiance Mask von Kiehl's. Und die mochte ich ja als Probe schon sehr, sehr gerne und ich verwende die jetzt auch schon sehr, sehr gerne. Also ich verwende die jetzt nicht jeden Tag oder so, so einmal die Woche. Und das ist hier im Endeffekt so ein, ja, so ein leicht gelbe Farbe. Und die trägt man sich praktisch aufs Gesicht schön dünn auf. Die sorgt halt dafür, also die trocknet dann so ein bisschen an und die sorgt halt dafür, dass die Haut so ein bisschen gereinigt wird und gepeelt wird und einfach dann so einen schönen Glow bekommt und einfach gepflegt aussieht. Und ich mag diese Maske wirklich sehr, sehr gerne und ja, bin froh, dass ich die mir in der großen Größe nachgeholt habe, weil ich merke, dass diese hochwertigeren Masken doch einfach mehr fürs Gesicht bringen als die Einmalanwendungen. Und ja, deswegen mag ich die sehr, sehr gerne. Ja, noch eine Maske hier von Kiehl's. Das ist die Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Und die ist im Gegensatz zu der anderen ja so durchsichtig. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Also die ist hier so durchsichtig und so Gelee-artig. Und die tragt man sich halt einfach, bevor man ins Bett geht, abends auf. Und am nächsten Tag wäscht man sie runter und man hat halt einfach so ein richtig schönes, frisches Gesicht. Das ist einfach wirklich richtig, richtig gut. Ja, die Maske trägt man sich halt abends aufs Gesicht auf und am nächsten Morgen wasche ich die dann praktisch ab. Und ja, sie sorgt halt dafür, dass einfach das Gesicht schön mit Feuchtigkeit versorgt ist und einfach
sich schön gepflegt anfühlt. Und ja, gerade für meine trockene Haut, das ist einfach eine tolle Maske. Und die verwende ich so ein, zwei Mal in der Woche und ich finde die einfach richtig, richtig gut. Ja, dann haben wir diese Boom Boom oder Brazilian Boom Boom Cream hier. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die hat einen super tollen Duft. Also der Duft ist wirklich mega und man sieht es hier innen drin. Also ich verwende die jetzt nicht allzu oft, einfach weil die sehr, sehr teuer ist. Sie ist sehr reichhaltig, sie zieht aber dennoch sehr, sehr schön ein. Also wirklich eine tolle Creme, wenn der Preis halt nur nicht so hoch wäre. Also der ist halt doch schon sehr, sehr hoch. Aber wenn ihr den Duft von dieser Creme hier mögt, dann schaut euch das neue Duschgel von Tracklimon an. Das Brazilian Love, glaube ich, heißt es. Das riecht wirklich genauso. Wirklich ein ganz, ganz toller Duft und mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen darf das auch nicht in meinen Favoriten fehlen. Ja, dann noch ein Produkt hier von Skindinavia, The Makeup Finishing Spray. Fine Mist Oil-Free, Paraben-Free. Skindinavia ist ja auch der Hersteller, der für Urban Decay die Fixing Sprays herstellt. Und ja, es ist einfach ein super tolles Fixing Spray. Als nächstes möchte ich dieses Bridal Fixing Spray ausprobieren, wenn das hier leer ist. Und ja, also es sorgt halt einfach nochmal dafür, dass euer Make-up einfach so miteinander verschmilzt. Also ich puder auch mit meiner trockenen Haut immer ab, weil ich möchte einfach, dass mein Make-up den ganzen Tag hält. Und wenn ich es nicht abpuder, dann hält es nicht den ganzen Tag. Und ja, damit dieses Puder-Finish aber wieder verschwindet, kommt halt dieses Fixing Spray drauf und es sorgt halt auch dafür, dass das Make-up den ganzen Tag hält. Und ja, ich finde es einfach klasse und ich mag es und ich liebe es. Und ja, wird auf jeden Fall nachgekauft, beziehungsweise die andere Variante zum Austesten mal. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Verwende ich jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, wann habe ich es bestellt? Ich glaube, letztes Jahr im Dezember oder so habe ich es, glaube ich, bestellt. Und ja, es ist auch immer noch was drin. Gut, man muss auch dazu sagen, ich habe ein paar Mal zwischendurch auch andere Sprays verwendet, weil ich das natürlich nicht so schnell leer haben möchte. Aber generell, es verbraucht sich nicht so schnell, dass die, ich glaube, 26 Euro oder sowas nicht gerechtfertigt wären. Ja, dann ein Produkt hier von Riches und zwar das Express Your Soul Verbena und Petitgrain Shower Oil. Ja, das habe ich jetzt schon eine ganze Zeit in meiner Sammlung stehen und ich bin mir nicht mehr sicher, woher ich das habe. Ich glaube, das war in meiner Barbara-Box drin. Der Duft ist wirklich richtig, richtig gut. Aber was ich sagen muss, Duschöl und ich werden nicht so wirklich Freunde. Aber für was ich das jetzt entdeckt habe, und zwar habe ich jetzt ein paar Mädels auf YouTube hier gesehen, die gesagt haben, sie nehmen immer das Öl-Duschgel von Balea oder Isana her. Und machen damit die Beauty-Blender sauber. Und naja, da habe ich mir gedacht, ah, probierst du auch mal aus. Und dann so, ich habe doch noch so ein Shower-Oil in meinem Vorrat stehen. Und ja, ich habe stehen gehabt, ich habe es ausprobiert. Und was soll ich sagen? Leute, das Zeug, also egal, was ihr für ein Öl im Endeffekt nehmt, weil Öl bricht einfach Make-up und das merkt man auch. Also der Beauty-Blender oder die Foundation-Pinsel werden einfach so, so sauber durch das Zeug. Wahnsinn. Und natürlich weiterer Vorteil, es duftet natürlich gut, was natürlich absoluter Pluspunkt ist. Ja, also wenn ihr wirklich ein gutes Produkt haben wollt, um eure Foundation-Reste aus den Schwämmen und Pinseln rauszubekommen, nehmt Öl, das funktioniert wirklich super. Ja, dann das letzte Make-up-Produkt und zwar hier ist es die Catrice Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Die verwende ich jetzt seit... ich weiß es gar nicht, schon etwas länger jetzt auf jeden Fall, über einen Monat auf jeden Fall, die Mascara. Und die soll ja auch die Wimpern zum Wachstum anregen. Ich habe jetzt leider kein Vorherbild, aber generell habe ich schon das Gefühl, dass meine Wimpern etwas länger geworden sind. Ich trage das auch heute, ich hole euch mal näher ran. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Also ich trage die Mascara auch heute. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass die Wimpern schon schön lang sind und sie macht auch wirklich ein schönes Bild für die Wimpern. Gehen wir mal gucken. Also die Wimpern schauen halt wirklich sehr, sehr schön aus und ja, ich finde halt, dass die Wimpern auch allgemein länger geworden sind, also sie sind voller geworden. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, hier seht ihr auch nochmal den Augenlook, den ich mit der Huda Beauty Palette geschminkt habe. Also wirklich sehr, sehr schöne Palette, mag ich auch sehr, sehr gerne.
Ja, dann kommen wir zu den nächsten Produkten. Und dabei handelt es sich um Technikprodukte. Und zwar habe ich da zwei Stück an der Zahl, einfach um Musik abzuspielen. Und ja, da habe ich einmal hier die AirPods. Und zwar sind es die erste Variante, also es ist noch nicht die neuere Variante. Und ja, ich liebe die einfach. Ich habe mir die letztes Jahr im September geholt. Man hat hier diese kleinen Stecker und die kommen dann halt einfach ins Ohr. Und es funktioniert halt einfach wirklich wunderbar. Es connectet sich gleich immer mit dem iPhone, was natürlich auch super gut ist. Und ja, ich verwende sie auch für den Sport. Ich verwende sie in der Arbeit, überall eigentlich. Also immer, wenn ich das Bedürfnis habe, Musik zu hören. Es ist halt einfach super. Man lässt das Handy einfach, auch wenn ich hier zu Hause aufräume, ne? Ich lasse es im Flur liegen und kann dann durch alle Räume wuseln und habe halt immer die Musik auf den Ohren. Und das finde ich einfach klasse und das ist einfach toll. Also ich liebe Funkkopfhörer und ich bin so froh, dass ich mir diese Apple-Kopfhörer geholt habe, weil der Sound ist einfach super. Sie halten super bei mir in den Ohren. Ich kann, wie gesagt, auch mit denen laufen gehen, was ich natürlich super finde. Und sie fallen nicht raus. Also egal, was ihr macht, die Dinger fallen nicht raus. Also bei mir, wenn natürlich, ist natürlich bei jedem abhängig, aber bei mir fallen die Dinger nicht raus. Sie halten bombenfest. Und ja, ich liebe die Teile einfach. Also wirklich ein ganz, ganz toller Favorit von mir. Einfach zum Musik hören und ja, da liebe ich es einfach. Ja, der nächste Favorit zum Thema Musik ist diese Box hier. Und ja, es ist die JBL Box Pulse 3. Und ich mache sie jetzt mal an. Und ja, man kann verschiedene Lichtmodis einstellen. Ich habe jetzt dieses Lichtmodi hier und es macht halt einfach gute Laune. Einfach, wenn man schön einfach entspannt Musik hören will oder auch Hörbücher hören will. Also ich höre darüber auch sehr, sehr gerne Hörbücher an. Und ja, ich liebe das Teil einfach. Und das Licht ist natürlich nochmal Nonplusultra. Man kann es auch ausschalten, man kann die Farbe ändern, man kann die Stimmung ändern, wie es sich verändern soll. Also ich liebe das Teil einfach und ja, bin echt froh, dass es ist auch letztes Jahr, ich glaube im Sommer bei mir eingezogen und ja, seitdem nicht mehr wegzudenken. Ne, es hat auch einen Akku drin, also man sieht hier die Akkuanzeige und ja, ich liebe das Teil einfach. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Favoriten und ich habe es, glaube ich, gerade auch schon kurz angesprochen. Ich höre sehr, sehr gerne Hörbücher. Und da habe ich mir jetzt im Januar, glaube ich, wieder das Audible-Abo gegönnt. Ich hatte früher schon mal Audible und ja, jetzt halt wieder. Und ja, es ist halt so, man bekommt jeden Monat ein Buch praktisch, das man sich aussuchen kann. Also man bekommt einen Gutschein im Endeffekt und ihr zahlt praktisch für das Abo 9,95 €. Und ja, momentan ist es halt so, ich höre sehr, sehr gerne zu diesem hier, das Hörbuch. Also ich habe von Ilona Andrews Stadt der Finsternis, das ist eine ganze Reihe von mehreren Büchern, die habe ich alle schon gelesen. Und ja, momentan fange ich halt an, die alle zu hören, weil auch die bei Audible drin sind. Und ja, ich mag das einfach sehr, sehr gerne, auch Bücher nochmal zu hören, weil man dann nochmal andere Aspekte von einer Geschichte mitbekommt, die man vielleicht so ein bisschen überlesen hat, ne? Und gerade auch, wenn ich in der Arbeit bin und einfach mal so ja, vor mich hin arbeite, sage ich jetzt mal, dann höre ich sehr, sehr gerne Hörbücher oder auch Musik. Und ja, ich verlinke euch das Ganze unten auch nochmal in der Infobox. Also wenn ihr auch Interesse an so einem Audible-Abo habt, dann schaut euch das mal an. Ist wirklich sehr, sehr interessant und ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Und ja, was auch cool ist bei Audible, ist halt, wenn ihr sagt, nee, jetzt die nächsten Monate möchte ich jetzt eher kein Bücher hören oder so, dann könnt ihr das im Endeffekt kündigen. Das ist ein ganz flexibles Abo. Und ja, das ist halt dann so, ihr bekommt aber trotzdem die Möglichkeit, die Bücher weiterhin zu hören. Also die Bücher gehören euch, die ihr bis dahin praktisch gekauft habt. Und ja, das nutze ich halt auch ab und zu. Deswegen hatte ich ja jetzt im Januar wieder aktiviert. Und davor hatte ich es, glaube ich, ein Jahr lang nicht, weil ich da einfach kein Interesse an Hörbüchern hatte. Aber momentan bin ich einfach wieder so, dass ich sehr, sehr, sehr gerne Hörbücher höre. Und ja, deswegen einfach ein absolutes Must-have für mich und gehört für mich auf jeden Fall in meine Favoriten. Ja, dann der nächste Favorit von mir momentan, also ich schaue momentan sehr, sehr gerne Grey's Anatomy. Also ich habe jetzt angefangen, ich weiß gar nicht, vor über einem Monat. Da war es wieder auf Amazon Prime erhältlich und jetzt glaube ich, bin ich bei Staffel 11. Ich glaube, bei Staffel 11 bin ich, genau. Und ja, es ist einfach eine tolle Serie. Ich mag es, ich habe es auch früher schon gemocht. Und ja, aber ich habe halt nicht so, ich bin halt jetzt nicht so jemand, der
die Serien immer sofort gleich gucke. Also es ist egal, was ich für eine Serie habe. Also ich gucke die erste Staffel meistens an. Dann sage ich, okay, interessiert mich. Aber ich hasse es, zwischen den einzelnen Staffeln zu warten. Das hasse ich abgrundtief. Und deswegen verliere ich dann oft an den einzelnen Serien erstmal das Interesse. Aber wenn da mehrere Staffeln draußen sind, dann gucke ich die auf einmal und gut ist. Ja, genauso gehört für mich natürlich auch Game of Thrones zu meinen Favoriten. Da habe ich es nämlich genauso gemacht. Ich habe letztes Jahr Staffel 3 bis Staffel 7 komplett durchgesuchtet. Jetzt kommt natürlich die letzte Staffel und die gucke ich natürlich auch komplett durch, weil es einfach eine super tolle Serie ist. Also was die da auf die Beine gestellt haben, das ist einfach mega eine tolle Geschichte. Und ja, ich liebe Fantasy einfach. Egal ob in Buch oder Serie oder Film, ich mag Fantasy und ja, deswegen gehört es auf jeden Fall mal zu meinen Favoriten. Wir reden auch nicht weiter über Game of Thrones, weil ich möchte auch niemanden spoilern. Ich finde es immer ein bisschen unfair, wenn irgendwo was erwähnt wird und dann wird halt einfach so rausgeplaudert und dann denkst du so, ja, schön, danke, ne? Nee, deswegen, also gehört zu meinen Favoriten. Ich liebe es, ich schaue es an und ja, ich freue mich schon auf jede weitere Folge. Noch etwas, was zu meinen Favoriten gehört, ist diese Kerze hier von Yankee Candle und zwar die Lake Sunset Kerze. Und oh, ich liebe diesen Duft. Das ist so ein schöner, oh, toller Duft einfach. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich bin eh so ein bisschen schlecht in Düfte beschreiben. Aber wenn ihr gute Duft-Reviews haben wollt, dann schaut bei der lieben Dalinka vorbei. Ich verlinke euch ihren Kanal auch mal hier oben. Ja, es ist einfach eine tolle Kerze, die verteilt so einen richtig schönen Duft im Wohnzimmer, im Flur, überall halt da, wo man es halt aufstellt, ne? Und ja, ich liebe die einfach und ich glaube, das ist auch die, die aus dem Standardsortiment rausgegangen ist. Also ich glaube, die gibt es auch nicht mehr lange. Bei Amazon ist die aktuell noch verfügbar. Ich werde mir da auf jeden Fall demnächst nochmal eine Kerze holen, weil dieser Duft ist einfach mein absoluter Favorit. Also ich habe bis jetzt noch keine Yankee Candle nachgekauft im Glas, außer die hier. Also die habe ich wirklich nachgekauft, weil ich liebe diesen Duft. Der ist so toll und ich finde es so schade, dass der aus dem Sortiment rausgeht. Verstehe ich nicht. Ja. Ganz, ganz toller Duft. Ja, meine Lieben, das waren jetzt auch schon alle meine Favoriten, also meine aktuellen Favoriten. Und ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was eure absoluten Favoriten sind. Egal, ob es Technik, Bücher, Serien, Filme, Make-up, egal was, schreibt es einfach unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss!